So, gut, dann machen wir kurz das Ding, genau, und eben ganz kurz, ich war eben ganz kurz weg, aber jetzt bin ich wieder da. Genau, dann die Nebenmission noch und dann möchte ich ganz gerne mal Playing for Time machen. Wie lange wartet der Typ eigentlich auf uns? Ja, ich will. Ich habe auch irgendwie keinen Bock, wenn er hier nur das machen. Aber wie groß ist das Gebiet hier eigentlich? Und das ist das Ganze, ne? Also das Ganze. Gott. Das ist ja richtig groß. Gott, sind ja noch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ja gut, das könnte man, ja gut. Was ist denn hier? Der Countdown? Wie bitte? Der Countdown. Schlechte Nachrichten von Rick. Der Bioship. Jetzt nochmal. Der Countdown. Schlechte Nachrichten von Rick. Der Bioship bringt dich langsam um, indem er deine Psyche mit einem anderen Neuralnetzwerk überschreibt. Das Ergebnis? Dein Bewusstsein wird ausgelöscht. Und du hörst auf zu existieren. Er hat keine Ahnung, wie man diesen Prozess aufhält oder ob das überhaupt möglich ist. Ah, du wirst trotzdem nicht kampflos aufgeben. Evelyn Parker, Anders Herman, Arasoka. Wenn du das überleben willst, musst du jedem Hinweis nachgehen. Johnny Silverhand. Ah, das sind. Ich verstehe. Das sind jetzt diese. Ah, okay, das sind. Das ist hier. Ach, das schon. Ey, so Hauptstränge. So Hauptstory-Stränge. Werkeinstellung. Wer hochsteigt, fällt auch tief. Aber wenigstens bist du noch am Leben. Solange du noch lebst, gibt es Hoffnung. Also geh jetzt wieder zurück an die Arbeit und die Einsätze sind hoch. Wie eh und je. Genau, das basiert jetzt auf den letzten Auftrag, diesen großen, wo ja Jackie Walls gestorben ist. Das basiert auf den Chip und das hier, Play It Again. Johnny Silverhand, der legendäre Rockerboy, der vor 50 Jahren Arasaka den Krieg erklärte und dafür mit dem Leben bezahlen musste. Jetzt ist er wieder da, als digitalisiertes Konstrukt auf einem Bioship in deinem Hirn. Das dann dein Bewusstsein überschreibt. Wenn du Johnny nicht irgendwie wieder los wirst, bist du so gut wie tot. Ah, okay. Dann schätze ich mal, dass wir hier über Johnny was herausfinden, hier über den Chip und dann da. Ah. Okay, also haben wir so dann 3 Stories parallel, so ein bisschen. Die aber alle dann sozusagen eine Geschichte nachher am Ende des Tages erzählen. Was ist denn für eine komische Werbung? Milfgard. Das sind Werbungen, Alter. Wie willst du einem Kind so eine Werbung erklären? Fährst du deinem Kind so 7, 8 Jahre und dann so Fahrstuhl, also Fahrstuhl und so, Papa, was ist das? Ja, mein Sohn, ja, meine Tochter, das ist, ja. Weird. Ich will nicht in der Situation dann.
Ach, er ist schon wieder der Prophet. Ah. Lol, immer diesen Propheten, ne? Ich komme später bei dem mal vorbei. Oder muss ich warten, bis der da aufwacht? Ist er nachtaktiv oder was? Ah, nee, geht aber nicht höher. Oh, war aber dann vorher noch ein bisschen. Das war echt viel, ne? Ah, nee, machen wir eine Hauptmission. Bitte. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorino Barasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit dir reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Du stellst ganz schön viele Fragen. Und du gibst mir viele interessante Antworten. Vielleicht solltest auch du mal was Interessantes sagen. Ich habe vor, Yorinobu Arasaka für sein Verbrechen zu bestrafen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Das weiß ich, aber ich überlege gerade. Nämlich eine nicht lange Antwort. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Hey, warte. Ich brauche dich. Ich dich aber nicht. Nobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Also was? Wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst.
hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Du meinst Leute wie Anders Hellmann? Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Heute in der Tagesschau. こちらこそ. Nun, Hanako-sama, zunächst würde ich gern von Ihnen wissen... Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze, niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung, ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit. Zum Planen, organisieren, wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Wie? Wer war hier? Ja, wie? Ja, ja. Ich brauche mal ganz kurz ein Gesicht. Ein Gesicht zu Evelyn Parker. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Doch, haben wir. Ich meine, ganz ehrlich, wie viel Zeit haben wir jetzt schon verloren? Evelyn Parker. Wer war das? Ach, das war Evelyn Parker. Ach, ja, die. Ah, ja, okay. Gut. Ich musste ganz kurz, bräuchte ich ein Gesicht dazu. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen. Wie? Von Evelyn Parker, ne? Ja. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte. Haben Sie das jetzt auch nicht? Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecher? Das habe... Das würde Yorinob... Diese Pop an deiner... Ja. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Habt selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. War, wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Hm. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage.
solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Du hast echt für Saburo gearbeitet und weißt nicht, wie man mit hohen Tieren redet? Sie wollte nichts mit dem Mann zu tun haben, der des Mordes an Saburo Arasaka verdächtigt wird. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hier bleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind zuzuhören, rufe ich dich an. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Danke. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerungen. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Ist echt das kleinste unserer Probleme. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Was war denn das? Oh Gott. Was? Da eben war noch etwas anderes. Atomic Love, das habe ich gerade an. Eben war noch was anderes. Journal, warte mal. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, auf ins Afterlife.
Achso, ist ja die Straße runter, hast du in dem Ball auch nicht. Dann gehe ich das Stück mal, ist auch, ist ja eine schöne Welt. Da mag man ja auch irgendwie echt gerne gehen, ne? Ich finde das echt. Echt nett. Okay, die Straße ist leer. Sehr schön. Hey, ja. Guck mal. Hä? Was? Sieh dir das mal an. Du siehst es doch auch, oder? Entweder habe ich einen Kurzschluss oder eine religiöse Erfahrung. Wie heißt die Tussi nochmal? Die mit den Haaren. Misty? Ich tippe eher auf übereifrige Neuronen. Victor sollte sich das dringend mal ansehen. Hey, du! Bist nicht mein Typ. Du hast Glück, du meiner auch nicht. Nicht schubsen! Hm. Gut, können wir uns später drum. Ach so. Ah. Der Unabhängigkeitskampf der O'Neill-Station. Die Europäische Weltraumagentur European Space Agency, ESA, wurde ursprünglich mit vermeintlich selbstlosen Zielen gegründet. Wir öffneten die Tür zum Universum, das Sonnensystem, ein Zuhause für uns alle und so weiter. Doch noch nicht allzu langer Zeit wurde offensichtlich, was sich hinter diesen Phrasen versteckte. Kolonialambition hinter einer Kolonialambition hinter einer ideologischen Pappfassade. Wir, die Arbeiter und ersten Bewohner von O'Neill, eins haben dies aus der Reihe miterlebt. Die ESA schickte uns mit großen Versprechen auf ein neues Leben und eine bessere Zukunft in den Weltraum. Stattdessen erwarten uns extreme Freiheitsbeschränkungen und härteste Knochenarbeit unter äußerst gefährlichen Bedingungen. Wir hätten alles gegeben, hätten diese Behandlungen ertragen für das Wohl der Allgemeinheit, wenn man uns doch bloß wie menschliche Wesen behandelt, uns über Entscheidungen informiert und auf unsere Sorgen und Bitten gehört hätte. Aber die ESA ignorierte uns völlig. Die Folgen waren unvermeidlich. Nach der Fertigstellung der Station im Jahr 2022 war unsere Lage kritisch. Die Stationsleitung zwang uns an 7 Tagen die Woche jeweils 18 Stunden zu arbeiten, und zwar für uns alle. Unabhängig vom Alter und Gesundheitszustand, auf unsere friedlichen Proteste wurden mit unverhältnismäßiger Gewalt reagiert, wobei auch Taser eingesetzt wurden. Man dachte, dass dies unseren Widerstand brechen würde, so wie es unzählige Male auf der Erde gelungen war. Der Unterschied ist, dass man auf einer Raumstation nicht so eine Verstärkung anfordern kann. Auf 40 Arbeiter kam gerade mal eine Wache und ein Taser hat bloß 15 Ladungen. Die Verwaltung der ESA hat sich selbst ins Knie geschossen, der Konflikt war in Nuckelmannichts vorbei. Nur 7 Stunden später erklärten O'Neill und O'Neill 2 ihre Unabhängigkeit und wurden zu den ersten Staaten, der Mensch abseits des Planeten gründete. Hey, du! Willst du mich anbaggern?
Ja, du siehst so gut aus. Alter, eben ganz kurz, Jackie. Alles klar? Los, Geralt. Ich habe immer auf die Statur geachtet. Kann ich dir was erklären? Danke, Claire. Kein Problem. Ruf einfach, wenn du was brauchst. Mein Schum hat einen Platz auf der Karte verdient. Der große Chulo mit dem Duft? Hab ich gehört, mein Bein. Erinnerst du dich an seinen Drink? Wodka auf Eis, Limettensaft, Ginger Beer. Und ein Schuss Liebe. Ganz genau. Und den Drink nennen wir? Den Jackie Wells. Genau. Und der erste Jackie Wells geht auf mich. Sehr gut. Das Geschäft läuft, hoffe ich. Siehst du ja selbst. Kann nicht meckern. Trinken wollen die Leute immer und wir verschaffen Abhilfe. Wie ist es im Afterlife? Hier zu arbeiten, meine ich. Kann mich nicht beschweren. Gibt nur selten Streit und der ist meistens schnell vorbei. Mörderisch gute Kundschaft, hm? Das hast du gesagt. Könnte einen Drink vertragen. Harter Tag. Heute und jeder andere. Was darf's denn sein? Schade, gibt's nicht. Ich dachte, jetzt gibt's den Jack of Wild schon. Ja. Oh Gott, egal. Nein, diese Probleme, dieses Netz, in dem ich gefangen bin, das hast du gesponnen. Das weißt du genau. Ich hab alles verloren. Nochmal deinen Weg. Erledige deine Probleme und deinen ganzen Scheiß. Weißt du was, Rogue? Fick dich einfach! Pass auf wen du dich einlässt. Kann ich dir was bringen? Nee. Alles gut. Hey. Brauchen Fixer. Das kann nicht warten. Lass ihn rein. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Mein Name ist Wie. Und was willst du von mir, Wie? Nach all den Jahren, da ist sie. Scheiße, Rogue, die gemütlich auf einer Couch im Afterlife abhängt. Versuch nicht, sie zu verarschen. Sie hat Röntgenaugen, durchschaut dich sofort. Sag ihr die Wahrheit. Das Mädchen eben. Was hatte sie für ein Problem? Warum fragst du sie nicht selbst? Vielleicht hockt sie noch heulend in einer Ecke. Deine Dienste in Anspruch nehmen. Ich suche einen Mann. Mhm. Anders Hellmann, ein Top-Techniker. Hat für Arasaka gearbeitet. Moment. Anders Hellmann, besorg mir seine Infos. Ha, danke. Nicht so schnell. Erstens, ich arbeite nicht umsonst. Zweitens und drittens, Dexter Deschamps, Jackie Wells, T-Buck. Bei dir läuten die Alarmglocken, Wie. Du gehst über Leichen und hinterlässt eine Blutspur. Ist das alles nur einer Fehlsträhne zuzuschreiben? Das ist die dreckige Rogue, die ich kenne. Sprich sie auf den Saka Tower an, wie sie mich vor ihren Augen abgeknallt haben. Sie alle kannten die Risiken. Solche Scheiße passiert halt. Und zwar jedem. Selbst den Besten. Selbst dir, Rogue. Arasaka Tower. Schon vergessen? Wen hast du da verloren? Johnny... irgendwas? Ah, du hast dich gut vorbereitet. Natürlich. Doch hier geht's ums Business. Du brauchst meine Hilfe. Also pack deine Eier wieder ein und hol dafür die Eddies raus. Siehst du? 15.000? Ja. Ah, und wenn mir die Kohle fehlt, dann heißt es verpiss dich und schönes Leben noch, oder wie? Nein. Eher komm wieder, wenn du sie hast. Das sind die Spielregeln. Aha, na dann. Wir sehen uns. Bald. Du weißt, wo du mich findest.